Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur Portaltaglie. Die erste Portaltag im Monat Oktober 24, ja, 3. Oktober ist der erste Portaltag. Und da geht es wirklich darum, dass vielleicht ja, ein bisschen schunkelt hier, sag ich mal, ja, ein bisschen rumpelt. Dass du hier immer wieder aufpassen musst, dass du in deiner Mitte bleibst, bitte. Dass du immer wieder versuchst, entweder zu meditieren oder in die Natur gehst, damit du in deiner Mitte bleibst, in deiner Goldenen, wie ich immer so schön sage. Versuche dich einfach immer wieder zu erden. Ja, vielleicht wisst ihr es, wenn man barfuß geht, ist es ein bisschen kalt zwar, aber man kann ja sich auch mit der Erde verbinden, vielleicht indem man einen Baum umarmt. Ja, auch das ist wichtig. Oder einfach Wurzeln wachsen lässt, ja, in den Fußsohlen. Also verbinde dich immer mit Mutter Erde. Schau, dass du vielleicht hier eine Verbindung aufbauen kannst, dich zurückziehst in die Natur, vielleicht in den Wald und an den See, ich weiß nicht. Ja, auch wenn es wetterbedingt etwas nieselig ist, sagen wir so, nicht unbedingt das Wahre ist. Trotzdem, es gibt ja kein schlechtes Wetter, sagt man immer, aber es gibt nur schlechte Kleidung. Also versuch immer wieder eine gewisse Verbundenheit mit Mutter dazu zu pflegen heute, weil es ist wichtig. Ja, und sei auch dankbar für das, was du schon erreichen durftest oder erfahren durftest, lernen durfte, deine Seele erfahren durftest. Ja, und wie gesagt, du bist auf dem richtigen Weg. Hab keine Angst. Im Gegenteil, bleibe fest im Glauben an dich, an die geistige Welt, dass wirklich jetzt alles möglich sein kann. Und jetzt würde ich sagen, wir schauen mal rein, was ich dir denn hier so alles zeigen möchte für den 3. Oktober, für den ersten Portaltag im Oktober. Schauen wir mal, was möchten uns denn die Lennon-Karten mitteilen. Upp, fällt schon. Ja, es fließen lassen, ja. Hier geht es um Botschaften, natürlich auch um materielle, positive Botschaften, aber auch, Entschuldigung, hier etwas fließen zu lassen. Ja? Wenn man aktiv ist, lass es fließen. Ja, das ist auch wichtig. Wasser, ja? Hier haben wir auch das Wasser. Vielleicht ist es wichtig, dass du ein bisschen ins Wasser gehst. Ja? Dann haben wir hier den Fuchs, ein bisschen vorsichtig sein, heißt es kurzfristig vorsichtig sein. Der Fuchs schaut in die Finanzen hinein. Hier ein bisschen wachsam sein, was du tust, was du machst, welche Botschaften dich erreichen. Es können hier sehr positive sein und trotzdem nur ein wenig achtsam sein, heißt es hier. Hier ist die Vorsichtskarte, was die finanziellen Themen betrifft. Dann haben wir hier natürlich auch Vorangehen. Hier haben wir einige drehen sich in der Kreis. Auch hier geht es aber auch um Verbindungen, die auf dich zukommen. Eine positive Verbindung in dem Sinn, weil der Fuchs verabschiedet sich. Es ist nur bei den Finanzen hier wirklich ein bisschen achtsam zu sein. Du selbst liegst hier in deinem Fundament, in deiner Mitte, möchte ich schon sagen. Du selbst liegst hier sehr sicher, sehr geborgen, schaust hier in Verbindungen, die auf dich zukommen. Bei manchen Themen drehst du dich vielleicht noch im Kreis, weil du vielleicht ein bisschen vorsichtig bist oder ein bisschen ängstlich bist, im Zweifel bist, was das Finanzielle betrifft. Aber hier kommen noch positive Botschaften rein. Das Glück im Leben, wenn man schaut, du fällst hier richtig drauf. Also das Glück im Leben ist wunderbar bei dir. Ja. Und auch das Liebesglück, wenn es hier noch kleine chaotische Themen gibt, sagen wir mal, Momente gibt oder Ungereimtheiten. Hier zeigt sich das Liebesglück, wo man Entscheidungen treffen darf, wo man neue Wege gehen darf. Ja, hier kommen ja Verbindungen auf dich zu. Du wirst hier entscheiden, auf alle Fälle, das sehe ich hier schon. Du hast vielleicht Angst vor Entscheidungen, aber der Fuchs verabschiedet sich. Also du wirst hier schon wissen, welche Entscheidung die Heilung bringen wird. Dann haben wir im Außen Stillstand nochmal, auch kein Stillstand im Außen vielleicht, weil ja bei einigen kommt jetzt auch der Feiertag, wie ich gesagt. Da ist natürlich auch nichts los, was man im Außen tun könnte, aber es ist auch im Allgemeinen hier, dass man vielleicht durch das, dass hier Stillstand gerade herrscht im Außen, vielleicht eine in Ruhe eine Entscheidung treffen kann. Auch das zeigt sich hier. Dann haben wir gefühlsmäßig, das ist man vielleicht ein bisschen deprimiert. Man sollte ein bisschen immer wieder schauen, geerdet zu bleiben, ja? Dass man hier nicht in eine Depri-Phase verfällt. Im Gegenteil, dass man hier der Angst nicht verfällt, sondern
man sollte auf sein eigenes Gefühl vertrauen und hier kreativ sein. Ja? Hier geht es auch um die goldene Mitte, für Ausgleich zu sorgen, auch im Gefühlsleben. Ja? Du hast die Entscheidungskraft, denk dran. Sehr schön. Hier zeigt sich auch Klarheit. Du möchtest auch Klarheit, sowohl im Spirituellen aus, auch was hier deine Themen betrifft. Ja? Klarheit, was Verbindungen betrifft, in der Familie. Klarheit, was deine inneren Themen betrifft. Auch das zeigt sich hier. Deine Herzensthemen. Da kommt Klarheit rein. Da kannst du etwas klären für dich persönlich. Hier kommen auch Veränderungen rein. Ja? Wir haben hier Veränderungen. Im Herbst sogar noch Veränderung, glückliche Veränderung im Herbst durch Verbindungen, ja, aber auch Klarheit innerhalb der Familie, die zu Veränderung führen. Hier liegt ein Herr, vielleicht ein neuer Herr, ja, liegt die Liebe drüber, das Liebesglück drüber. Hier kommt eine Veränderung, eine glückliche Veränderung. Ja, schaut euch, ihr seid schon verbunden, schaut euch zwar nicht an, aber hier liegt ein neuer Herr, der vielleicht hier auf dich zugesegelt kommt, ja. Oh, das ist auch interessant. Ah, da haben wir das Schiff hier. Ja, da kann wirklich einiges passieren. Vielleicht ist gerade noch die falsche Zeit, aber ich sehe hier auch, dass es hier langsam vorangeht. Ja, wenn es jetzt der falsche Moment ist, es kommt hier. Ja, es kommt eine positive Veränderung. Ich habe ja gesagt, hier im Herbst, wir haben jetzt Herbst. Bei einigen kann es ein paar Tage sein, bei einigen kann es ein paar Wochen sein. Wie gesagt, ja, auf alle Fälle bewegt sich jetzt schon mal was. Ist schon gut, das ist Karma aus der Vergangenheit. Ja, das wird sich hier auf alle Fälle, ich möchte sagen, ja, da wird man sich ganz massiv dafür entscheiden, voranzugehen. So sehe ich das hier. Ja, der Fuchs verabschiedet sich. Also dieses falsche Karma, das ist aus der Vergangenheit, wird auch hier sich verabschieden. Man wird hier schicksalhafte neue Wege gehen. Auch eine schicksalhafte Liebe könnte jetzt auf dich zukommen. Ja, es liegt ja schon ein Herr hier, wer hier in keiner Liebesverbindung ist. Aber auch das Liebesglück könnte sich hier wieder mehr ins Positive wenden, wer hier schon eine Verbindung hat. Dann haben wir hier Blockaden. Wie gesagt, die werden überwunden, wird hier für Klarheit sorgen. Und man weiß, Wünsche können jetzt erfüllt werden. Es ist wirklich alles jetzt möglich. Wenn hier noch Gefühlsschwankungen sind, weil man im Zweifel ist, weil man hier ein bisschen sich selbst vielleicht ausblockiert, ja, die Gefühle vielleicht noch ein bisschen blockiert sind, weil man eben ein bisschen Ängste hat, weil man in der Vergangenheit vielleicht ja, negative Erfahrungen gemacht hat, Lernphasen hatte. Ich würde sagen, diese Blockaden werden überwunden. Jetzt zeigt sich hier natürlich auch, Veränderungen, ja, die noch nicht spruchreif sind, positive Veränderungen, ja, und hier auch im beruflichen Bereich vielleicht ein neues Kapitel, ja, auch das zeigt sich hier im Gefühlsbereich, im Finanzbereich kann hier auch ein neues Kapitel sich zeigen, auch das zeigt sich hier, ja, wunderbar. Dann kommt hier Nachrichten, Botschaften rein. Eben was hier dieses berufliche Thema betrifft. Kann auch die Spiritualität bei einigen betreffen. Ja, vielleicht auch hier, dass man hier der spirituellen Arbeit treu bleibt. Auch das zeigt sich hier. Dass man hier mehr in die Gefühle reinschaut. Auch das zeigt sich hier. Also sehr schön. Hier geht es wirklich um Gefühle. Auch die Intuition vielleicht hier weiterentwickelt, mehr in die Mitte bringt, auch das zeigt sich. Also man kommt hier auch hier weiter. Und natürlich zeigen sich hier nochmal Botschaften. Ja? Ja? Mit Sicherheit kommen hier Nachrichten, Botschaften auf dich zu, Aktionen auch, von denen du vielleicht jetzt noch nichts weißt, wo noch nicht spruchreif sind, aber die dir positive Veränderungen bringen. Mit Sicherheit positive Veränderungen. Auch hier mit Sicherheit positive Veränderungen, Neustart vielleicht mit einem Herrn oder eben ein neuer Herr in deinem Leben. Auch das zeigt sich hier. Einige haben hier Veränderungen, hier kommen auch Verbindungen auf dich zu, was hier vielleicht mit deinem Fundament oder dein Zuhause zu tun hat, weil hier sehe ich Umzüge, Veränderungen im häuslichen Bereich. Mit Sicherheit kommt jetzt Bewegung rein im Herbst. Also
Besser kann es doch nicht sein. Diese Blockaden, ja, die es hier gab, hier, man schließt jetzt endlich wieder auf das Tor hier oder die Tür, ja, und die Blockaden, die werden hier gelöst, ja. Man lässt es wieder fließen, auch hier Entscheidungen im Leben sind hier angezeigt, ja. Manche Nachrichten gehen vielleicht in den Verlust, aber hier geht es auch um Lebensverträge, kann hier beruflich sein, ne? Kann hier das Leben selbst betreffen, Lebensverträge, wie gesagt, partnerschaftlich sein, auch mit dem Fundament zu tun haben, was die Sicherheit bietet, ja. Das ist ja, es geht um Geborgenheit, um Sicherheit, um Stabilität, also im Leben. Und da gibt es hier neue Verträge mit Sicherheit. Ja, auch ein Haus, Wohnbereich kann es betreffen. Dann hat man hier vielleicht in der Liebe noch eine Trennung. Das zeigt sich hier auch, dem einen vielleicht ein bisschen deprimiert, die einen noch ein bisschen blockiert. Aber hier kommt schon ein neues Kapitel rein. Also dieses Kapitel der Distanz, der Einsamkeit, der Trennung wird hier nicht bleiben. Ja, jetzt ist es momentan noch da, vielleicht war es schicksalhaft nötig, jetzt kommt aber auch wieder mehr Bewusstsein rein, ja, dass ich mich hier vielleicht auch wieder auf mein eigenes Herz konzentriere und mir bewusst werde, ja, welche Gefühle, welche Träume, Wünsche, ja, dass man auch auf seine Themen wieder mehr schaut, seine Sehnsüchte wieder mehr schaut, sensibler wird. Ja, auch sich vielleicht empfänglicher zeigt hier. Und, ja, da braucht man vielleicht nochmal ein bisschen Rückzug. Ja, einen Rückzug in die Seele her, der Rückzug der Seele. Oder dass du dich mehr auf die Seele wieder einlässt. So möchte ich es vielleicht besser ausdrücken. Ja. Dann haben wir hier natürlich auch nochmal, man hofft hier auf Verbindungen, auf ein neues Kapitel. Man hofft hier wirklich auf auch hier, dass es beruflich hier spirituell oder deiner Begabung entsprechend vorangeht. Auch das zeigt sich hier. Also hier liegt das kleine Glück. Hören wir nochmal das kleine Glück, wunderbar. Überraschungen sind zu erwarten, die noch nicht spruchreif sind. Da kommen wirklich jetzt Botschaften, Aktivitäten auf dich zu, die glückliche Veränderung mit sich bringen. Das in Kürze. Wunderbar. Es könnte sich hier überraschend Verträge zeigen im beruflichen Bereich. Ja. Aber auch Lebensverträge haben wir hier. Dann haben wir hier, bestimmte Verträge werden beendet, etwas geht zu Ende, etwas wird abgeschlossen, etwas Neues kann sich dadurch eröffnen, vielleicht etwas, an dem man festgehalten hat, sich lange nicht befreien konnte. Jetzt zeigt sich hier, man geht aus dieser, ja, deprimierenden Phase eher wieder raus, man schließt es hier ab, man lässt los, auch das zeigt sich hier, man wird kreativer wieder, man geht wieder mehr in die Leichtigkeit rein, ja, und das, ja, was einen hier ein bisschen ins Zweifeln gebracht hat, das möchte man einfach beenden, ja. Dann haben wir hier auch nochmal Freundschaften, ja, die nicht mehr dienlich sind, werden mit Sicherheit beendet. Hier zeigt es aber auch Freundschaften, die mit Sicherheit eine Veränderung für dich bringen. Auch das zeigt sich hier. Ein freundschaftliches Fundament kommt langsam vielleicht auf dich zu, auf deinen Lebensweg. Da kommt Bewegung rein. Auch Freunde der Familie könnten hier betroffen sein. Familienmitglieder auch, ja. Auch hier wird etwas beendet zeigt sich auch wieder neu. Hier haben wir nämlich auch alte Freundschaften, die vielleicht in dem Wandlungsprozess sind oder die beendet werden. Man löst sich von bestimmten Personen, von bestimmten Situationen auch, wo man immer treu verhaften blieb und jetzt sagt man, nee, jetzt möchte ich wieder vorankommen. Ja, ich möchte aus dieser Depri-Phase raus, ich möchte weiterkommen, ich möchte mich weiterentwickeln. Jetzt lasse ich das hinter mir. Man geht hier wirklich voller Stärke, Kraft und Mut voran, ja. Diese Lebensstärke im Leben, das Selbstbewusstsein im Leben, ja, das zeigt sich ja auch, diese Lernaufgabe, ja, da bist du jetzt dran, möchte ich schon sagen. Dann gibt es hier nochmal Vater-Mutter-Themen auch, die Auswirkungen hatten, die Lebensverträge mit deinen Eltern, die dir ein Fundament gegeben haben, aber hier zeigt sich auch, hier kommt wieder Harmonie, hier kommt Heilung im Leben wieder, ja, weil man alte Themen, alte Muster auch, die man vielleicht vom Vater übernommen hatte, loslässt, die einen ein bisschen deprimiert haben. Jetzt geht man raus, jetzt geht man wieder seinen persönlichen Weg, ja, wenn hier Unklarheiten sind, es kommt hier Heilung rein, ja, alte Themen werden hier
alte Freundschaften, alte, ja, vielleicht auch alte Muster, möchte ich schon sagen, werden beendet. Hier lichtet es sich schon, ja. Unklarheiten im Leben, was vielleicht Partnerschaften betrifft, ein Gegenüber und dich betrifft, hier lichtet es sich, Gespräche werden, ja, werden geführt, hier liegt es im Haus der Sonne, die Lebensenergie, der Optimismus kommt wieder raus, ja, durch wirklich gefühlvolle Gespräche. Hier wird auch nochmal etwas besprochen, in Kürze im Außen, was vielleicht die Finanzen noch betrifft, auch hier zeigt sich nochmal. Kummer, Sorgen wird abgeschlossen, was Verbindungen betrifft. Ängste kann man abschließen. Ja, aus der Vergangenheit betreffend. Auch das zeigt sich hier, ja, dass sich hier einiges tun kann. Die Mäuse nagen auch die Ängste weg, die Zweifel, den Stress. Hier zeigt sich eine Beendigung aus der Vergangenheit. Kann Familienthemen sein, können Kollegen betreffen, Freunde betreffen, Freunde der Familie. Also, hier tut sich auch etwas. Wer hier noch Ängste hat, was die Finanzen betrifft, dieser Kummer auch wird hier beendet. Ja. Hier zeigt sich zwar noch mal ein bisschen Verlust vielleicht, auf der einen Seite, auch die Energie wird hier noch ein bisschen, ja, abhanden kommen, aber im Endeffekt wird es dann zum Schluss aus alles beendet werden. Und dann zeigt sich hier dieser Neubeginn. Ja. Ein glücklicher Neustart, möchte ich schon sagen, die Heilung bringt. Auch im Beruflichen, auch in Themen, wo man dran arbeiten kann, hobbymäßig auch. Hier zeigt sich ein Neustart, ja, neue Freunde. Hier zeigt sich aber auch neue Heilung, ja, die auf dich zukommen kann. Und das unerwartet und überraschend, möchte ich sagen, kann Heilung stattfinden, kann hier auf dich zukommen. Auch im Herzensbereich könnte hier wirklich auch mal Pfeil zuschlagen. Auch das zeigt sich hier. Was auf dieser Seite der Sense wird, wird mehr. Das heißt, die Neubeginne, die Neustarts, die neuen, das neue Glück, die neue Liebe. Ja? Neubeginne bei dir selbst im Leben. Also das wird jetzt immer mehr werden. Hast du jetzt eine tolle Glücksphase, die du nutzen kannst. Bei manchen kann es natürlich kleine Verzögerungen geben. Aber wie gesagt, im Endeffekt geht es wirklich sehr positiv voran. Versuch immer wieder geerdet zu bleiben, ja, in deiner goldenen Mitte zu bleiben. Das ist das Wichtigste, was ich dir hier wirklich mitgeben kann für diesen interessanten Portaltag. Und natürlich wird hier einiges, ja, beendet, ist ja ganz klar, aber ich sehe es sehr positiv, dass man hier wirklich etwas bewirken kann. Also verbinde dich mit Mutter Erde, ja, damit du hier Heilung erfahren kannst. Das ist hier wichtig und kraftvoll und gestärkt rausgehen kannst, dein Fundament dir errichten kannst. Wie gesagt, es kommen hier Veränderungen in dein Fundament. Aber Haus, Wohnbereich, hier wird etwas aufgeschlossen, erschlossen. Kann mit einem Gegenüber, einem männlichen Part zu tun haben, kann aber auch ein weiblicher sein. Ich liege ja immer für Damen, also bitte umswitchen den Herrn. Kann hier aber auch das Liebesglück im Allgemeinen betreffen. Ja? Deswegen umswitchen bitte. Also hier geht es wirklich um Neubeginne, Veränderungen, ja, und Lösungen, hundertprozentiges Klingen. Das, was hier ein bisschen negativ ist und ein bisschen deprimiert jetzt noch, das wird sich auflösen. Ja. Auch die Geldverluste hier, ja, die einen Kopfzerbrechen machen, man könnte ja was verlieren, man möchte ja das Geld, dass es treu bleibt, diese Ängste, die hier auch teilweise von außen geschürt werden, können abgelöst werden. Loslassen ist jetzt angesagt. Ja. Schauen wir mal, was uns das Licht eigentlich hier dazu noch, ja, sind gleich zwei, dazu sagen möchte. Fühlen, höre wieder auf dein Herz, das dich fühlen lässt, wenn etwas für dich richtig ist. Genau das ist es wichtig. Wieder mehr ins eigene Vertrauen gehen. Ja. Ich bin der Bote, der Glück in dein Leben bringt, die Glückseligkeit. Du fährst drauf. Es ist wunderbar. Ein neues Glück. Ja, kann jeden Bereich treffen im Leben. Ein neues Lebensglück. Ich wünsche euch auf alle Fälle einen wunderschönen Portaltag. Alles Liebe, alles Gute. Und bitte glaub daran, alles ist möglich. Und glaube an dich selbst. Ja. Alles Liebe, Namaste.